herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flori fragt Fragen. Ja, ich frage mich gerade, warum ist es in Kirchen eigentlich immer kalt, aber das ist nicht unsere Frage heute. Ich bin heute in Gladenbach bei dem Klaus. Hallo Klaus. Hallo Flori. Ich habe die Frage, die Frage hat uns erreicht, warum es hier in den Kirchen, also gibt es ja hier diese kleinen süßen Balkone, warum geht ihr da manchmal hoch, wenn ihr im Gottesdienst was sagt? Ja, Balkon ist gut, guter Vergleich, aber ein Balkon ist ja eigentlich für die Freizeit gedacht, ja, dass man sich draufsetzt und sich in der Sonne, und genau, die frische Luft genießt. Wobei, frische Luft haben wir hier in der Kirche ja auch genügend, aber die Kanzel hat eine ganz andere Bedeutung. Wichtig ist, dass der Prediger oder die Predigerin, die jetzt hier der Gemeinde die frohe Botschaft bringt, zu hören ist und gut zu sehen ist. Ach, deshalb ein bisschen höher, ja, wenn die Leute da sitzen? Diese etwas erhöhte Position, also man sagt auch Predigtstuhl zur Kanzel. Und die Kanzel ist etwa im Mittelalter in die Kirchen gekommen, in der Form. Da gab es ja noch keine Mikrofone und Beamer. Ganz genau, und das ist nämlich der Grund, die Akustik. Ja? Wenn man auf die Kanzel geht, dann ist man erstens besser sichtbar für die Gemeinde und zweitens hat man eine gute Akustik. Ja? Und ihr könnt auch von oben sehen, wer in der letzten Reihe schläft und so. Ja, das ist ganz gut, aber auch wer auf der Empore vielleicht nicht aufmerksam ist. Aber eigentlich ist es ja umgedreht, dass alle denjenigen auf der Kanzel sehen und gut hören. Dafür ist dann auch noch ein Deckel über der Kanzel, der Schalldeckel, das sagt es ja schon vom Namen her, dass eben die gesprochenen Worte über diesen Schalldeckel und auch die Wand dahinter dann zur Gemeinde hinkommen. Das hat dann mit Physik zu tun, dass das der Ton da ankommt. Ja, und jetzt hat das auch einen Grund, warum Kanzeln immer vorm Altar sind, nicht dahinter. Oder es gibt auch, glaube ich, Kirchen, wo die Kanzel in der Mitte ist, oder? Ja, das gibt's. Also mitten in der Gemeinde. Das heißt so, das Wort Gottes kommt mitten in die Gemeinde. Dann gibt es Kirchen, da ist die Kanzel direkt hinter dem Altar eingebaut. Ja, also das soll heißen, dass eben vom Altar, wo die Bibel drauf liegt, das Wort Gottes kommt. Bei uns hier in der Martinskirche in Gladenbach ist die Kanzel genau in der Mitte, also an dem Schnittpunkt zwischen Chorraum, Altarraum und dem Kirchenschiff. Das heißt, das Wort Gottes wird halt von der Kanzel aus dann der Gemeinde weitergegeben. Das ist die Aufgabe des Predigers oder der Predigerin, Wort Gottes auszulegen. Ja. Interessant. Können wir dich auch mal sehen da oben? Ja, natürlich. Ich gehe mal hoch. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass ich über der Gemeinde schwebe. Nein, wir haben ja gelernt, dass man gut zu sehen ist, gut ganz zu genau. Hören Obwohl ist. Es gab auch Zeiten, da wurde wirklich von oben herab gepredigt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dass dann der Prediger sich erhoben hat über die Gemeinde, als sei er etwas Besseres. Ich sehe mich als ein Gemeindeglied mit eben einer besonderen Aufgabe als Pfarrer. Und die Kanzel ist nicht dafür da, die Gemeinde abzukanzeln. Daher kommt nämlich dieses Sprichwort, sondern eben die frohe Botschaft gut hörbar und gut sichtbar an die Menschen weiterzugeben. Jetzt haben wir ja gerade in Corona auch viel Videogottesdienste, wo man ja auch viel vorm Altar steht, die Kirche anders nutzt. Wie ist es denn bei dir, Klaus? Ist es gut für dich, da oben zu stehen? Findest du das gut oder würdest du lieber auch manchmal näher unten sein an der Gemeinde? Das hängt immer vom Gottesdienst ab. Also so der normale, sag ich mal, Predigtgottesdienst, Sonntaggottesdienst, da gehe ich auch gerne auf die Kanzel. Aber jetzt zum Beispiel beim Familiengottesdienst oder an Weihnachten, wenn ein Krippenspiel ist, dann bleibe ich natürlich hier unten. Ich komme jetzt auch wieder runter und ich begebe mich dann gerne auch mal zwischen die
Menschen oder setze mich mitten ins Krippenspiel rein und halte dann meine Leben hier Predigt. Also, oder bei einer Taufe, dann stehe ich lieber hier, weil dann habe ich die Tauffamilie direkt vor mir und die Leute kriegen keinen steifen Hals, wenn sie wirklich hier in der ersten Reihe sitzen. Vielen, vielen Dank für diese Antworten und für deine persönliche Meinung. Und wenn ihr auch noch eine Frage habt, wisst ihr ja, Flori fragt at EUBIC, schreibt mir einfach, ich suche Menschen, die eure Fragen beantworten. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Klaus.